Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Limbo. Mein Problem ist immer noch, ich muss hier hin. Also auf die andere Seite, halt unten, nicht oben. Diese Leiter bringt mir nichts, weil ich da nur wieder hier runterspringen kann. Schwerkraft ist momentan umgedreht, wie man sieht. Mit diesen Dingern hier macht man das. Boing, boing. Und ich hatte im Let's Play einfach so gar keine Idee, was ich noch machen könnte. Und wie ich hier hochkomme, weil ich halt... Und kann ich noch einmal kurz zeigen. Funk. Ich habe zwar eine Truhe hier, aber ich habe zwei von diesen Vorsprüngen zu überwinden. Und ich komme bei beiden nicht hoch. Zumindest nicht ohne Truhe. Mit komme ich halt nur auf einen hoch. Deswegen habe ich hier im letzten Let's Play auch schon, muss ich leider zugeben, ich werde jetzt sterben. Rest in Pieces, wie man das so schön sagt. Boah, ich schweige ab. Jetzt habe ich den Satz vergessen. Achso, ja genau, ich habe mir ein wenig Hilfe gesucht von einem anderen Let's Player, beziehungsweise dort eine Lösungsmöglichkeit erhascht, die eigentlich komplett einfach ist. Hier, diese Kisten werden von den Kanonen nicht zerstört. Boah, das war jetzt knapp und ein bisschen blöd. Und so kommt man dann hier auch hoch, wie man gerade sieht. Und, ja, hier ist dann noch so ein weiterer Antigravitations-Dingsi. Und wenn man dann hier damit mit der Gravitation ein bisschen spielt. Dann misst. Kann man die Kiste hier zu einem selber holen? Muss es nur hinkriegen. Ach nee, das war zu früh. So. Geht doch. Dann schiebe ich das Ding hier hin. Aktiviere den nochmal und dann bleibt er auch oben. Hoffe ich. Ach nee, das ist noch gar nicht mit dem Ding. Stimmt, das ist ja nur für den Bereich. Au. Gut. Das war jetzt nicht geplant. Ach, jetzt muss ich den Kram schon wieder machen. So, Kiste vorbereiten. Diesmal steht die Kiste auch noch oben drauf. Das heißt, ich komme an der Waffe vorbei. Brauche die aber noch, um an anderen Waffe auch vorbeizukommen. So, und dann geht's auch weiter. Denn jetzt habe ich zwei Kisten. Wenn ich den hier umdrehe und muss den nur noch richtig positionieren, dann komme ich auch an beiden dieser Hindernisse hier vorbei. Der Rest ist dann eine einfache Timing-Sache. Naja, einfache Timing-Sache, das sind so zwei Wörter, die sich hier bei Limbo eigentlich ausschließen. Aber mit der Zeit sollte ich das auch hinkriegen eigentlich. Ich hoffe es zumindest. Oh, man munkelt. Kenny sollte Umzugshelfer werden. Der kann so viele Kästen hin und her schleppen.
Tada! Sogar beim ersten Mal geklappt. Na, ich bin stolz auf mich. Ich weiß, Eigenlob stinkt. Ist mir aber in dem Fall egal. Zumal es nicht meine Idee war, aber okay. Wow. Ein klitzekleines Steinchen. Was bewegt das Ding jetzt? Kann ich jetzt... Ach, ich kann den wieder ausmachen. Also, beide scheinen das gleiche zu bewirken. Beziehungsweise der eine scheint festzuhalten und der andere macht was anderes. Frage ist jetzt nur... das schaffe, dass... Na komm, hoch. Nur eine von den beiden Dingern hier sich bewegt. Hier ist zwar so ein Kabel, aber da kann ich nicht dran hochklettern. Hier kann ich wohl auch nichts dran ändern. Ich bin schon wieder total überfragt bei dem Rätsel, also das geht ja gar nicht. Am Anfang war das alles so einfach, da war das Spiel einfach nur geil, weil die Schreckmomente und die Angst vor Fallen da war. Und jetzt gar keine Fallen und dafür einfach purer Stress und genervt ohne Ende. Ach, hier kann ich auch durch. Aus dem Grund, dass hier ständig irgendwelche Rätsel sind, die ich einfach nicht schaffe zu lösen. Macht da keinen Unterschied, was ich hier drücke. Es passiert bei beiden Knöpfen das gleiche. Beide Blöcke werden hochgeschleudert oder beide Blöcke werden runtergeschleudert. Das bleibt sich eigentlich wirklich gleich. Und von daher... Also ob ich jetzt den hier zuerst aktiviere. Und dann den. Der wandert nach oben. Und der wandert auch nach oben. Wenn ich es einfach so mache, passiert genau das gleiche. Ja. Am Anfang fand ich es noch ganz logisch. Hier, hoch. Da hoch. Und dann habe ich mich gefreut und dann sieht man das.
kann ja nicht von hier oben den Magneten aktivieren. Ach, kann ich damit irgendwas machen? Mit dem Kabel? Nee. Also das ist mir echt ein Rätsel. Höchstens noch mal probieren, den aus und wieder an. Jetzt werden beide festgehalten, oder? Nee, beide wandern nach oben. Wenn ich den wieder ausmache und den anderen auch ausmache. So, wenn ich jetzt, also dieser Magnet scheint ja nur oben festzuhalten. Darum ist ja oben auch das Gerät, was was da so leuchtet, also diesen Punkt hat, wenn man das einschaltet. Da sieht man das ja, ne? So, aus, an, aus, an. So. Dieser Stein ist ein bisschen weiter unten als der andere. Wenn ich das Teil jetzt nur schnell aus anmache, nee, andersrum, an, ausmache, weil aus ist es ja schon, dann müsste der eine ja hochwandern und der andere nicht. Man sollte sich mal anstellen. Ich hoffe, es hat auf jeden Fall Bon gemacht. Ja, perfekt. Boah, dieser... Eigentlich gar nicht so schwer, aber wenn man dann hier in der Aufnahme sitzt und versucht, es rauszukriegen, dann kommt man einfach nicht auf die einfachsten Ideen. Also ich zumindest nicht. Guck erstmal, bevor ich irgendwas anderes mache. Okay, das heißt. Nee. Brauchst du? Ach, ich glaube, ich weiß. Erstmal lasse ich den noch ein bisschen runterfahren. Dann. Nee. Braucht einfach zu lange runterfallen. Ja, und ja, geht doch. Oh, weg, weg, weg. Oh, das ist so viel zum Thema. Keine Fallen mehr. Das hat sich dann wohl auch erledigt. Yay, endlich sterbe ich wieder an Fallen. Hier ist es. Nee, doch nicht. Hä? Ich dachte, ich muss mich an das Seil da schwingen, aber da ist ja gar kein Seil. Bin ich jetzt total bescheuert oder was? Das kann es doch auch nicht sein. Ach so, da ist so ein Gerät wie die. Au. Jetzt verstehe ich das, den Sinn dahinter.
Aber das ist gar nicht so leicht, weil jedes Mal, wenn man das hier umändert, dann ändert sich gleichzeitig auch die Steuerung. Also, die Richtung, in der man springt und sowas. Das ist jetzt wohl hier die größte Schwierigkeit, damit klarzukommen. Das war definitiv nicht richtig. Ich hoffe, ich starte jetzt rechts. Bitte, bitte, bitte. Tada. Nein, eine Millisekunde. Ja, geht doch. Hier jetzt noch drüber. So, da ich jetzt mal auf so einem relativ sicheren Punkt bin, mache ich jetzt erstmal hier die nächste Pause wieder. Ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wie lange die Folge jetzt schon geht. Ich hoffe, ihr schaltet im nächsten Video auch wieder ein. Wie immer, könnt gerne auch Comments hinterlassen, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was ihr das Spiel findet, warum gut, warum schlecht und so weiter und so fort. Und ich glaube, das nächste Mal einschalten habe ich schon gesagt. Bis dann und bye bye, ciao ciao und so weiter.